Und damit herzlich willkommen zu meinem ersten Motovlog auf meinem Kanal. Ich hoffe, die Kamera läuft, ich hoffe, das Bild und so weiter passt alles und der Ton auch. Ja, das ist mein erster Motovlog, das wird mein zweites 300 Abonnenten Special. Und ja, da vorne fährt Larifari-16- folgt auf jeden Fall auf Instagram. Ich blende den Namen auch jetzt hier ein. Ja, Wetter ist jetzt nicht so schön, Leute, aber fuck off. Ich fühle mich auf jeden Fall ein bisschen beobachtet. Und ja. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich einen Motovlog bringe auf meinen Kanal, ich habe auf Twitter gefragt, ob ihr sowas sehen wollt. Und die meisten haben ja gesagt, deshalb, ja. Mal schauen, ob das eine einmalige Sache wird oder öfters kommt. Kommt auf an, ob ihr drauf Bock habt und wie jetzt das erste Video ankommt bei euch. Und ja. Genau. Ja Leute, falls ihr fragt, was ich hier fahre, das ist meine Derby Center DRD Extreme 2013er Baujahr. Sie hat 50 Kubik und ja. Ich fahre jetzt noch, Alter, juckt nicht. Epic DRPR. Das ist seine Mission, Alter. Fahren wir noch ein bisschen alleine rum. Ich muss gleich auch schon nach Hause. Deshalb nur kurzer Motorblock heute. Ich fühle mich so beobachtet, alle. Es ist nicht schön. Ich würde nur noch fühlen, dass mich jetzt legt, alle. Ja, das Wetter ist heute echt nicht geil und der Wind auch nicht, aber naja. Letzte Woche war es super schön, aber da war die Cam noch nicht da. Und ich würde sagen, jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Ich hoffe natürlich auch, dass ich jetzt nicht angehalten werde von der Polizei, aber ich glaube nicht. Und wenn schon, ich hab's auf Video. Falls ihr euch fragt, wie schnell das die gute alte geht, sie geht bergab mit Rückenwind 70 ungefähr, 68 bis 70 sowas und normal auf einer Geraden ohne Wind und die 60, 65 sowas. Ist eben ein 2013er Baujahr. Also nicht mehr der jüngste, aber fahren tut sie. Ich komme heil an, also alles gut. Ja, Leute, ich werde jetzt hier mal den Vlog beenden. Nicht, dass wir die alle jetzt noch
Bin ich jetzt? Nee. Ah ja. Jetzt. So, Leute, das war's auf jeden Fall mit diesem Motorvlog. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Aktiviert die Glocke. Und schreibt in die Kommentare oder ich blende es hier oben ein. Hier oben. Ich hoffe, die Kameraposition passt so, lol. Aber sollte. Stimmt aber, ob ich mehr, oder schreibt es in die Kommentare, wie gesagt, ob ich mehr solche Videos machen soll, solche Vlogs. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Haut rein, macht's gut, habt noch einen schönen Abend und ciao.